Dessau am 11. Mai 2016. Am frühen Abend geht die junge Studentin Yang Zhili joggen, wie jeden Tag. Doch an diesem Abend wird die 25-jährige Chinesin nicht zurückkehren. Also es war das blanke Entsetzen. Kann man kaum in Worte fassen. Bald schon kommt heraus, die Studentin wurde Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens. Ein Verbrechen, das Fragen aufwirft. Es geht um Ermittlungspannen, mutmaßliche Fehler der Polizei und mangelndes Vertrauen in deren Arbeit. Warum wertet man die Kamera erst so spät aus? Das sind Maßnahmen, die sind Routine. In Dessau beginnt einer der spektakulärsten Gerichtsprozesse Sachsen-Anhalts. Jeder wollte diese Monster sehen, die ein solches Verbrechen begehen konnten. Unter Mordverdacht ein Polizistensohn und seine Verlobte. Sind sie die Mörder von Yang Zhili? Das ist der grauenhafteste Fall, der mir je untergekommen ist. Ich habe so etwas noch nie gesehen, aber es ist wirklich passiert. Yang Zhili, 25 Jahre, Architekturstudentin. Sie ist eine der 600 chinesischen Studenten, die jährlich an die Bauhaus-Hochschule zum Studieren kommen. Im Mai 2016 steht Yang Zhili vor ihrem Masterabschluss. Zu dieser Zeit wohnt sie mit einigen chinesischen Kommilitonen in einer WG in der Johannisstraße, mitten in Dessau. Eli Lu ist an der Hochschule als Kontaktperson für die Studenten aus China tätig. Sie kannte Yang Zhili seit ihrer Ankunft in der Stadt. Sie erinnert sich genau an den Tag von Yang Zhilis Verschwinden. Zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr. Ich wollte gerade essen gehen. Da kam ein Mädchen in mein Büro und sagte, Mrs. Lu, einer von uns ist nicht nach Hause gekommen. Ich fragte, wer ist es? Sie sagte, Yang Zhili. Yang Zhili liebt Sport. Schon in China ist sie oft mit ihrem Vater laufen gegangen. Auch am 11. Mai, es ist ein schöner frühsommerlicher Abend, da entschließt sich Yang Zhili, in Dessau joggen zu gehen. Sie kehrt nicht zurück. Und dann hat meine Frau mich angerufen und hat mit mir gesprochen und sagte dann diesen Zusammenhang. Und ich habe dann gefragt, wo ist sie joggen gegangen? Dann haben sie mir gesagt, im Stadtpark. Im Stadtpark ist hier schon mal was passiert vor Jahren. Und deshalb habe ich gesagt, sofort zur Polizei. Da gibt es überhaupt nichts zu überlegen. Nur eine Stunde nach der vermissten Meldung beginnt die Polizei mit einer Großfahndung. Im Minutentakt werden Zeugen befragt. Die Umgebung wird mit Hubschraubern und Wärmebildkameras abgesucht. Die ortsansässigen Kliniken abtelefoniert. Um 21.45 Uhr ergibt eine Handyortung in der Nähe ihrer Wohnanschrift einen Funkkontakt. Ein Zeichen von Yang Zhili? Rückblick. Im Herbst 2014 bricht die 25-jährige Yang Zhili aus der chinesischen Provinz Henan in ein fernes Abenteuer auf. Die Architekturstudentin möchte unbedingt dort studieren, wo einst das international berühmt gewordene Bauhaus Dessau seinen Sitz hatte. Professor Rudolf Lückmann reist jedes Jahr nach China, um zukünftige Studenten für die Universität auszuwählen. 2014 lernt er auf einer dieser Reisen Yang Zhili bei der Aufnahmeprüfung kennen. Ich kann mich insofern gut daran erinnern, weil ich mache am Anfang bei diesen Interviews immer Fragen, um die Studenten aufzulockern. Bei ihr habe ich dann ein bisschen die privaten Themen angesprochen. Und da ist natürlich in Erinnerung, dass sie sagte, ganz stolz, mein Vater ist Polizeibeamter. Ich weiß von Kommilitonen, dass sie fürchterlich gerne gesprochen hat. Also die hat Leute immer in Gespräche verwickelt. Also sie war unglaublich kommunikativ. Sie hat gerne gesprochen, gerne Dinge analysiert, auseinandergenommen. Und das ist so ein Zug, den sie hatte. Und das Traumhaus für die Eltern hatte sie geplant. Die Polizei öffnet Keller, durchkämmt Hinterhöfe und Parks. Von der Studentin weiterhin keine Spur. Um 8.45 Uhr versucht noch einmal ein Polizist Yang Zhilis Handy zu erreichen. Nach langer Rufzeit meldet sich eine männliche Person, dann wird aufgelegt.
Vier Minuten später ist das Handy ausgeschaltet. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you've called is temporarily not available. Es ist kurz nach 11 Uhr am Vormittag, als ein Polizist eine weibliche Leiche unter einer Konifere in der Hausmannstraße entdeckt. Keine 100 Meter von ihrem Wohnhaus entfernt. Massive Verletzungen am Kopf lassen eine Identifikation nicht zu. Heute ist eine weibliche Leiche gefunden worden. Ob es die gesuchte Frau ist, kann die Polizei nicht mit Sicherheit sagen. Nur, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. 7000 Kilometer entfernt leben die Eltern von Yang Zhili. Ili Lu und ihr Mann entschließen sich, sie anzurufen. Yang Zhilis Vater sagte lange nichts. Er konnte nicht. Dann sagte er, das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich sagte, es ist noch Hoffnung, die Polizei muss noch die DNA prüfen. Ich hörte die Mutter schreien, sie ist es, ich hoffe nicht, aber sie ist es. Die Gerichtsmedizin bestätigt, es handelt sich um Yang Zhili. Es dauert nicht lang und die Nachricht erreicht die Hochschule. Die chinesische Studentin Ting Ting Wu hofft bis zuletzt, dass es eine andere Erklärung für das Verschwinden ihrer Kommilitonin gibt. Dann hat die Polizei in der Nähe von ihrem Wohnort ihre Leiche gefunden. Wir wollten zunächst nicht wahrhaben, dass es Yang Zhi war. Ich hatte zunächst sehr große Angst, weil es so nah von uns passiert war. So wie es Yang Zhi traf, hätte es auch jeden von uns treffen können. In Deutschland dürfen Männer nicht weinen. Ich habe geweint. Aber nicht nur ich, sondern viele Studenten, die mit mir zusammen waren. Der Bürgermeister von Dessau, Peter Kuras, kennt die chinesische Community in Dessau gut. Er hat selbst in der Hochschule gelehrt. Also es war das blanke Entsetzen. Das kann ich sagen. Das kann man kaum in Worte fassen. Man hat einfach eine übel zugerichtete, tote junge Frau einfach achtlos an einer Baustelle da liegen lassen. Also da fällt einem schon nichts mehr ein. Ich hatte dann gehofft, insgeheim, dass es eben auch keinen fremdenfeindlichen Hintergrund haben möge. Der Tod von Yang Zhili löst eine Welle der Anteilnahme aus. Nicht nur in Dessau, auch in ganz Deutschland trauern Freunde, Kommilitonen, aber auch Menschen, die Yang Zhili nicht persönlich kannten. Im Landesfunkhaus Magdeburg arbeitet Isabel Hartung als Redakteurin für Radio und Fernsehen. Was sie noch nicht ahnt, dieser Fall wird sie die nächsten anderthalb Jahre begleiten. Dessau ist eine kleine Stadt. Es war ein extrem brutaler Mord. Und die Menschen haben uns ja auch gesagt, dass sie Angst haben. Ja? Dass sie Angst haben, jetzt abends rauszugehen, weil da läuft natürlich noch jemand frei rum, der noch nicht gefasst ist, der ein extrem schweres Verbrechen offenbar begangen hat. Die Eltern von Yang Zhili beauftragen den Berliner Rechtsanwalt Sven Peitzner, ihre Interessen wahrzunehmen. Wenn es eine Vergewaltigung war und hinterher wird jemand getötet, dann ist man bei dem Mordmerkmal des Verdeckungsmordes ohnehin. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn da eigentlich passiert? Und noch etwas ergibt die erste Untersuchung. Unter Yang Zhilis Fingernägeln wird fremde DNA gefunden. Die hat sich massiv gewehrt. Die hat gekämpft. Wir denken immer, wir leben in einer Zivilgesellschaft und in einer Wissensgesellschaft. Und bei solchen Fällen befallen einen dann manchmal Zweifel, ob wir das wirklich tun. Yang Zhili ist Opfer eines brutalen Sexualverbrechens geworden. Doch noch gibt es keinen Tatort und auch keinen Täter. Axel Petermann ist Fallanalytiker und hat unzählige Tatorte gesehen. Für uns analysiert er den Fall um den Mord an Yang Zhili. Es stehen kleinere Häuser hier, aber es wohnen doch recht viele Menschen hier. Dort scheinen wir einen größeren Wohnkomplex zu haben. Und inmitten dieser Häuser steht eine Konifere und dort wurde Yang Zhili gefunden.
Und das spricht doch alles dafür, dass der Täter sich nicht viel Zeit genommen hat, dass er die Örtlichkeit kannte und dass er meinte, sie dort gefahrlos daneben halt auch verschwinden lassen zu können. Der Obduktionsbericht macht klar, Yang Zhili wurde vergewaltigt und anschließend ermordet. Stumpfe Gewalt. Die Details zu ihren Verletzungen zeigen das Ausmaß an Brutalität, mit der die junge Chinesin missbraucht und misshandelt wurde. Mehrere Rippenbrüche, Hämatome am ganzen Körper, eingebrochene Halswirbel und Blut in der Lunge. Die Liste der Verletzungen ist lang. Es sind 8 Tage vergangen, seitdem Yang Zhili tot aufgefunden wurde, als ihre Eltern in Dessau ankommen. Gemeinsam mit Rudolf Lückmann und dessen Frau Ili Lu besuchen sie den Fundort ihrer Tochter. Yang Zhilis Vater ist Polizist. Er macht sich Gedanken über den Zusammenhang von Fundort und Tatort. Er ist überzeugt, seine Tochter wurde in unmittelbarer Nähe ermordet. Er hat überlegt, wie ist das hier gemacht worden? Und dann hat er von sich aus 2 Gebäude ausgemacht, die er für den möglichen Tatort hielt. Das angrenzende Wohnhaus kommt für den Vater als potenzieller Tatort in Frage. Doch die Dessauer Polizei verfolgt eine andere Fährte. Die Theorie der Polizei war, dass die junge Frau irgendwo außerhalb der Innenstadt, vielleicht sogar außerhalb von Dessau, vergewaltigt und getötet wurde und dann möglicherweise mit einem Transporter oder ähnlichem in die Innenstadt gebracht und dort abgelegt wurde. Ich frage mich, wie man auf diese Theorie kommt. Normalerweise werden doch schon Leichen, wenn sie transportiert werden, verpackt. Die werden in Betttücher gehüllt oder in Teppiche eingerollt oder in Plastiktüten gesteckt. Aber das finden wir in diesem Fall nicht. Rudolf Lückmann und Ili Lu begleiten die Eltern in die WG ihrer Tochter. Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt ihre Spurensicherung bereits abgeschlossen und die Wohnung wieder freigegeben. Die Eltern kommen da rein in das Zimmer und da steht der Einkaufskorb noch, den sie vorher eingekauft hat. Also so, als ob sie jeden Moment wiederkommt. Dann ging der Vater in ihr Zimmer und fing an, auf den Tisch zu schlagen. Immer lauter, immer wieder, immer heftiger. Und dann weinte er und konnte nichts mehr sagen. Auch die Mutter weinte die ganze Zeit und hat dann angefangen aufzuräumen. Wir haben versucht, sie davon abzuhalten und sich zu beruhigen. Aber sie sagte, sie müsse etwas tun. Und dann finden sie das Tagebuch. Für ihn natürlich dann schon etwas verwunderlich, dass man so etwas nicht sichert. Das hat ihn sicherlich das erste Mal die Frage gestellt, was machen die denn hier? Wie arbeitet man denn in Deutschland als Polizist? Wir haben dein Tagebuch gefunden. Ununterbrochen hast du es gefühlt, bis zum Morgen des 11. Mai 2016. An jedem Foto hängt ein Teil von dir. Doch was uns jetzt nur noch bleibt, ist die Erinnerung an die gemeinsamen guten Zeiten, die wir hatten. Viele der Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung des Fundorts der Leiche haben für einen DNA-Test bereits ihre Speichelprobe abgegeben. Um kurz vor 11 Uhr erscheint der 20-jährige Sebastian F. auf der Dessauer Polizeiwache. Er wohnt zusammen mit seiner Verlobten und seinen 2 Kindern in dem Haus, das direkt an den Fundort der Leiche grenzt. Sebastian F. kennt die Wache gut, denn hier arbeiten sowohl sein Stiefvater als Revierleiter als auch seine Mutter als Polizeibeamtin. Die Vernehmung ist schon fast vorbei, da gibt Sebastian F. zu Protokoll, mit seiner Partnerin einen Tag vor dem Verschwinden von Yang Zhili Sex mit einer Asiatin gehabt zu haben. Deren Namen kenne er nicht. Also es gab schon kurz vorher Gerüchte, die in diese Richtung zielten, weil ich glaube, einige Beamte ein gewisses Bauchgefühl hatten. Als die hörten, wo der Tatort war, wer dort wohnt, es war kein unbeschriebenes Blatt, gab es wohl bei einigen Polizeibeamten schon eine gewisse Ahnung. Und das war sozusagen der zweite Schock. Im Gespräch mit der Polizei sagt der Polizistensohn Sebastian F. aus,
Seine Partnerin habe die Asiatin auf gut Glück auf der Straße direkt vor ihrem Wohnhaus angesprochen und gefragt, ob sie Lust auf einen Dreier habe. Sie sei spontan mitgekommen. Nach einer halben Stunde sei die Frau dann wieder gegangen. Alles sei freiwillig und ohne Gewalt abgelaufen. Der Beamte will wissen, wem er sonst von diesem Treffen erzählt habe. Seiner Mutter gibt Sebastian F. zur Auskunft. Warum geht eine Architekturstudentin, eine wohlerzogene Architekturstudentin, die schüchtern ist, bei wildfremden Leuten in die Wohnung? Die Polizei sucht unterdessen bereits nach der Partnerin von Sebastian F. und trifft sie unterwegs in Dessau mit ihren zwei Kindern an. Als auf der Polizeiwache die Vernehmung von Xenia I. beginnt, untersucht die Polizei das Haus, in der sich auch die Wohnung des Paares befindet. In einer leerstehenden Wohnung im Vorderhaus der Johannesstraße 7 werden eine Unmenge von Blutspuren gefunden, unter anderem an Türen und Wänden, teilweise bis zur Decke, weiter an Heizungen und an der Couch. Auch im Treppenhaus finden sich Reste von verwischtem Blut. Als die Beschuldigte dann darauf hingewiesen wurde, dass man im ersten Stock Blutspuren gefunden hat, hat sie sofort die Vernehmung abgebrochen. Dafür hatte sie keine Erklärung. Das passte natürlich nicht zu der Geschichte, dass es keine Gewalt gab. Sebastian F. und seine Freundin Xenia I. werden festgenommen und inhaftiert. Sie sind dringend tatverdächtig, Yang Zhili vergewaltigt und ermordet zu haben. Am Montag, dem 23.05., also gestern, begab sich der Tatverdächtige zur Polizei und gab an, die an der Leiche der Chinesin gesicherte DNA-Spur könne von ihm stammen. Weil sich seine Lebensgefährtin und er sich am 10.05., also einen Tag vor dem Verschwinden, mit einer Asiatin getroffen hätten, die anschließend das Haus wieder verlassen hätte. Ili Lu betreut gemeinsam mit ihrem Mann Rudolf Lückmann die Eltern von Yang Zhili während ihrer Zeit in Dessau. That was horrible because we were sitting with the parents together in the same moment. Es war schrecklich. Wir haben mit den Eltern zusammengesessen, als wir erfahren haben, was der Staatsanwalt gesagt hat. Die Mutter schrie, warum nehmen Sie den Mörder in Schutz und nicht unsere Tochter? Es war ein Schock. Wie konnte das passieren? Für Yang Zhilis Eltern ist das Beschmutzen der Familienehre, die eventuelle Beteiligung am einvernehmlichen Sex zu dritt, eine unvorstellbare Entehrung der Familie Li. Zwei Tage nach der Pressekonferenz wird der Dessauer Polizei die Ermittlungsarbeit entzogen. Grund dafür ist der potenzielle Interessenkonflikt der Eltern von Sebastian F. und ihrer Kollegen. Ab sofort ermittelt die Polizei in Halle. Ungewöhnlich. Unter Mordverdacht steht ein junges Paar, verlobt, Eltern von zwei Kindern, Sebastian F. und Xenia I. Hyperaktivität im Kindesalter, Gewalterfahrungen und ein aggressives und sexuell grenzüberschreitendes Verhalten werden bei Sebastian F. festgestellt. Mit 13 Jahren soll er seinen Stiefbruder sexuell missbraucht haben. Stationäre Behandlungen in Kinder- und Jugendpsychiatrien folgen. Sebastian F. und Xenia I. sind seit 3 Jahren ein Paar. Xenia I. hat die 10. Klasse abgeschlossen. Wie ihr Verlobter hat sie keine Ausbildung, wurde selbst Opfer sexueller Gewalt und, so die Einschätzung des Rechtspsychologen vor Gericht, leidet seit ihrer Kindheit unter einem negativen Selbstbild und schweren Minderwertigkeitsgefühlen. Ihr erstes Kind bekommt sie im Alter von 16 Jahren. Sie gebärt ihr erstes Kind und landet dann in gewisser Weise bei Sebastian, der ja auch eine freudlose Jugend verbracht hat bis dahin, aber der sehr dominant ist, der sehr durchsetzungsfähig ist, der von seinen eigenen Unterdrückungen, sage ich mal, weg will, indem er Partner unterdrückt, so Xenia.
Und für sie ist wichtig, auch wenn es negativ ist, dass sie eine Bezugsperson hat. Körperverletzung und Sachbeschädigung bei ihm, Leistungserschleichung bei ihr. Wiederholt geraten beide in Konflikt mit der Polizei. Mehrere Male soll gegen Sebastian F. auch wegen Brandstiftungen ermittelt worden sein. Für mich war dann furchtbar, als das erste Mal der Name fiel, dass zum Beispiel der Leiter meiner Berufsfeuerwehr mir schilderte, dass er auch bei der Feuerwehr kein unbeschriebenes Blatt ist. Auf Anfrage bestätigt uns der Leiter der Feuerwehr Dessau, dreimal wurde Sebastian F. aus freiwilligen Feuerwehren ausgeschlossen. Die Gründe? Unkameradschaftliches Verhalten und wiederholt aufkommender Verdacht auf Brandstiftung. In der Biografie von Mördern oder sexuell motivierten, machtdominanzmotivierten Mördern gibt es immer wieder Übereinstimmungen. Das fängt zum Beispiel an, dass sie doch auch in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit Feuer legten. Man hat dieses Feuer, das ist in gewisser Weise etwas Großartiges, ist etwas Zerstörerisches und das ist etwas, was die Persönlichkeit eben halt auch ja stärkt. Sebastian F.'s Mutter war 19, als er zur Welt kam. Sie wusste ja um die Schwierigkeiten ihres Sohnes. Sie hat ihn ja sogar in eine Klinik einweisen lassen, weil er Probleme gemacht hat. Er ist auf eine besondere Schule gegangen, weil er Schwierigkeiten gemacht hat. Dabei hat auch Gewalt immer eine Rolle gespielt. Kurz nach dem Mord telefoniert die Mutter laut Verbindungsprotokollen häufig mit ihm. Bis zu 10-mal am Tag, über 40-mal bis zur Verhaftung. Warum hat sie mit ihm so oft telefoniert? Hat sie wirklich keinerlei Verdacht geschöpft, wenn hinter dem Wohnhaus des Sohnes eine übel zugerichtete Leiche gefunden wird, wo der Sohn dann auch noch sagt, ich hatte einen Tag vorher freiwillig und ganz ungezwungen Sex mit einer Chinesin. Wird man da nicht misstrauisch? Nach der Festnahme von Xenia I. und Sebastian F. stellt sich zudem heraus, dass Ramona F., die Mutter des Beschuldigten und Polizeibeamtin, am 17. Mai mehrere Kommilitonen von Yang Zhili vernommen hat. In dieser Sache haben wir alle einige Zweifel. Weil die Eltern des Täters hier arbeiten, haben sie bestimmt viele Freunde auf dem Revier. Deshalb fühlt man sich nicht besonders selbstbewusst bei der eigenen Aussage. Außerdem sind wir hier Ausländer und haben niemanden, dem wir vertrauen können. Sebastian F.'s Mutter ist seit vielen Jahren Polizeibeamtin. Eine mögliche Mitwisserschaft wird ausgeschlossen. Und noch etwas wird deutlich. Unmittelbar nach dem Fund der Toten planen Sebastian F. und Xenia I. einen Umzug. Jörg S., der Stiefvater des Verdächtigen, ist Revierleiter der Dessauer Polizei. Er hilft bei dem Umzug. Also so ein Umzug wirkt natürlich nicht gut. Ja? Also wenn der Revierchef von Dessau seinem Stiefsohn hilft, und hinterher stellt sich raus, es handelt sich um den Mörder, dann sieht das nicht gut aus. Ja. Gegen den Vorwurf, der Revierleiter habe bei dem Umzug Beweismittel beiseite geschafft, wehrt er sich in einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung. Er sei wegen Knieproblemen nicht in der Wohnung gewesen und habe auch das Haus nicht betreten. Er hat gesagt, wenn ich da was gesehen hätte, dann hätte ich das sofort gemeldet. Das kann ich ihm nicht widerlegen. Es ist einfach so. Und er hat sich ja in der Verhandlung hat er sich ja dazu geäußert. Das kann man ihm wirklich nicht widerlegen. 2 Tage nach der Festnahme der Tatverdächtigen findet der Inhaber des Antiquitätengeschäftes, gelegen direkt unter der Tatwohnung, auf den Bändern seiner Überwachungskameras brisante Aufnahmen. Das Schwarz-Weiß-Video zeigt, wie Yang Zhili beim Joggen direkt vor seinem Laden aufgehalten und von einer Person angesprochen wird. Er übergibt die Bilder sofort der Polizei. Warum wertet man die Kamera erst so spät aus? Das sind eigentlich Maßnahmen, die sind Routine. Und so etwas müsste eigentlich schnell auch geschehen, damit man eben halt Hinweise bekommen kann, ist sie hier in der Nähe gewesen, wann ist sie zuletzt gesehen worden. Das
Greifbare waren diese Videobänder. Und wenn es die nicht gegeben hätte, wäre der Fall vielleicht gar nicht aufgeklärt worden. Die Beamten übersehen auch eine breite Blutspur auf dem Baugerüst, das zum damaligen Tatzeitpunkt unmittelbar neben dem Fundort der Toten steht. Das angrenzende Wohnhaus, das im Mai 2016 nur durch Sebastian F. und seiner Verlobten Xenia I. im Vorderhaus bewohnt wird, gerät nicht in den Fokus der Ermittlungen. Isabel Hartung erinnert sich an die Aussage des zuständigen Polizisten vor Ort. Und es kam dann die Frage, ob er dort geklingelt hätte. Und dann hat er gesagt, nein. Und dann war die Frage, warum nicht? Und dann hat er gesagt, naja, ich kenne die beiden, weil der Sebastian F. ist der Sohn einer Kollegin und der Stiefsohn des Revierleiters. Und wenn ich da jetzt klingle und den frage, ob er was weiß, was gesehen hat, dann kriege ich sowieso nur eine blöde Antwort. Und deswegen habe ich es gelassen. Das ist meines Erachtens auch ein dicker Fehler. Das ist ein dicker Hund. Das geht nicht. Ja, also weil diese Umfeldermittlung, muss man kein Polizeibeamter sein, die gehen natürlich so kreisförmig nach außen. Nicht nur in Dessau kommt ein ungutes Gefühl auf. Das Vertrauen in die Dessauer Polizei und Justiz ist seit Jahren schwer erschüttert. 2005 stirbt der Asylbewerber Uri Jallo aus Sierra Leone unter ungeklärten Umständen in einer Zelle der Dessauer Polizei. Auch er ist Ausländer. Die schweren Vorwürfe gegen die diensthabenden Polizisten sind bis heute von dem Verdacht der Beweismanipulation und Unterschlagung begleitet. 2007 der nächste Skandal. Drei Polizisten sollen von ihrem Vorgesetzten angehalten worden sein, die Erfassung rechtsextremer Straftaten zu vertuschen. Nach diesen beiden Vorfällen sorgen jetzt schon wieder neue Schlagzeilen aus Dessau für öffentliche Empörung, die auch internationale Wellen schlagen. Nach dem Mord an einer chinesischen Studentin steht ein junges Paar unter Mordverdacht. Die Mutter des Hauptverdächtigen, Sebastian F., ist Polizistin in Dessau. Sein Stiefvater, der Leiter des Polizeireviers. In der Presse wird spekuliert über den überstürzten Umzug und die merkwürdige Rolle der Polizei. Welche Brisanz unsere Rechercheergebnisse haben, zeigt sich wohl darin, dass heute niemand bereit war, vor der Kamera mit uns zu reden. Rechtsanwalt Sven Peitzner, der den Fall für die Eltern von Yang Zhili prüft, fragt sich immer wieder, ob das Polizistenpaar ihrem Sohn nach der Tat geholfen hat, um ihn zu schützen. Doch im Ergebnis spricht viel gegen eine mögliche Verwicklung der Eltern. Andererseits kam mir dann irgendwann auch, dass ich gedacht habe, da ist so viel gefunden worden an Indizien, also sprich die Handys, wo belastende, wirklich sehr belastende WhatsApp-Nachrichten dran waren, Videos, Blutspuren, Feuerwehrhose mit Blutspuren, Feuerwehrstiefel mit Blutspuren, also solche Dinge, dann, da würde ich dann schon sagen, wenn die Eltern Polizeibeamte sind, dann wissen die schon, was da weg muss. Das ist aber alles nicht weg gewesen. Laut Staatsanwaltschaft gibt es keinen Grund für Ermittlungen gegen die Eltern des Tatverdächtigen. Staatsanwältin Steffi Müller-Metzger begründet die Entscheidung damit, dass es nicht den leisesten Hauch eines Anfangsverdachts gegeben habe. Aber trotzdem hat es für die Menschen vor Ort diesen Eindruck erweckt, dass die Polizei in Dessau nicht in der Lage ist, ob es nun der eine oder der andere Fall ist, darüber Herr zu werden und die Dinge tatsächlich so zu ermitteln, dass die Menschen auch ein Gefühl der Befriedigung und der Wahrheit erleben. Nur einen Tag nach der Trauerfeier für Yang Zhili erfüllen sich die Eltern des Hauptverdächtigen einen lang gehegten Wunsch. In der Kleingartenanlage Freundschaft am Rande der Stadt findet die Eröffnung ihrer frisch gepachteten Gartenkneipe statt. Drei Tage später suspendiert Innenminister Holger Stahlknecht die Eltern, den Chef des Dessauer Polizeireviers Jörg S. und kurze Zeit später auch seine Frau, die Polizeibeamtin Ramona S. Und dann gehen diese Eltern hin und machen eine fröhliche Kneipeneröffnung. Und da rede ich jetzt auch gar nicht als Politiker, sondern ich rede als Mensch. Diese Vorstellung ist mit meinem inneren Wertekanon nicht vereinbar. Es ist ein halbes Jahr vergangen, da beginnt am Dessauer Landgericht einer der größten Gerichtsprozesse.
Und deshalb erhoffen sich da jetzt die Nebenkläger und die Staatsanwaltschaft natürlich neue Erkenntnisse. Im größten Saal des Landgerichtes drängen sich nationale und internationale Medien. Und nicht für alle Dessauer ist Platz. Heute Vormittag Prozessauftakt vor dem Landgericht Dessau. In Handschellen werden die beiden Angeklagten Sebastian F. und Xenia I. in den Gerichtssaal geführt. Beide stehen unter Verdacht, die Chinesin Yang Zhili ermordet zu haben. Das Gericht muss klären, warum die 25-jährige Studentin am 11. Mai 2016 verschwand, warum sie von ihrer Joggingrunde nicht in ihre Wohnung zurückkehrte und wer ihre Leiche unter einer Konifere versteckte. Jeder wollte die Gesichter sehen, endlich. Und jeder wollte diese Monster sehen, die ein solches Verbrechen begehen konnten. Rechtsanwalt Sven Peitzner vertritt zusammen mit einem Kollegen als Nebenkläger die Eltern des Opfers. Yang Zhilis Eltern haben hohe Erwartungen an diesen Prozess. Sie hoffen zu erfahren, warum ihre Tochter ermordet wurde. Das Gruselige ist, wenn man sie auf der Straße sehen würde, dann würden sie denken, das sind vollkommen normale Menschen. Die Anklage geht davon aus, dass Yang Zhili am Ende ihrer Joggingrunde von Xenia Yi angesprochen und überredet wurde, mit ins Haus zu kommen. Wichtigstes Beweismittel dafür: die Kameraaufzeichnungen des Antiquitätengeschäftes unter der Tatwohnung. Man sieht halt eine junge Frau mit dunkler Hose, weißem Shirt, Kopfhörer in den Ohren, Pferdeschwanz, wie sie angejoggt kommt, wie der Zopf hin und her schwingt beim Laufen. Man sieht, wie sie aufgehalten wird von einer Person, die gut die Angeklagte sein konnte. Und sie sich ihr in den Weg gestellt hätte und sie angesprochen hätte, ob sie ihr helfen könne, Kartons nach oben zu tragen. Die Kamerauhr zeigt 21.34 Uhr. Man sieht Yang Zhili sich umschauen, unsicher sein. Also dieses Video hat sich extrem eingebrannt, diese Schwarz-Weiß-Bilder, dieser letzte Moment, wo sie zum letzten Mal lebend gesehen wurde. Das Letzte, was es von ihr gibt. Und dass man immer wieder denkt, hättest du das nicht getan, wärst du da gegen deine Natur einfach gegangen. Wärst unhöflich gewesen, möglicherweise. Egal. Aber wir wussten, wie es ausgeht. Sie ist mitgegangen. Und das war ihr Ende. Xenia Yis Rolle ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Welchen Anteil hat sie an dem Mord? War sie nur der Lockvogel? Oder ist sie Vergewaltigerin und Mörderin? Die Lockvogel-Variante ist üblich. Die gibt es in der Kriminalgeschichte immer wieder. Dass Frauen für die Männer die Opfer herbeiholen und dann den Männern dann den weiteren Tatverlauf überlassen. Der Prozess konzentriert sich auf das Vorleben der Angeklagten. Insbesondere bei Sebastian F. wird ein Leben voller Gewalt Stück für Stück aufgedeckt. Dazu gehört auch sexuelle Gewalt, eine Vorliebe für Gewaltpornos, insbesondere mit Asiatinnen, und ein Vertrag, der das Sexleben mit seiner Partnerin regeln sollte. Solche Taten haben immer mehrere Motive. Es geht nicht vornehmlich um den Sex als solchen, sondern es geht um Machtausübung, es geht um Dominanz, es geht um Unterdrückung, es geht um Quälen, andere Menschen erniedrigen, sich an den Reaktionen dieser Menschen eben halt erfreuen, da eben halt dadurch Selbstgratifikation, also Erfüllung doch zu erlangen. Am 10. Verhandlungstag scheint Klärung in Sicht. Völlig unerwartet für alle Beteiligten. Dieser Morgen war anders, weil die Angeklagte hat die ganze Zeit geweint, vorher schon, und hat dann ihren Zettel auseinandergefaltet und hat angefangen zu erzählen, was ihre Geschichte ist.
Während der Aussage hat sich die Frau fortwährend beklagt, wie miserabel ihr Leben sei. Aber unabhängig davon, wie ihr Leben ist, kann es keine Rechtfertigung sein, deswegen anderen Menschen rücksichtslos das Leben zu nehmen. Dass sie auf Drängen des Angeklagten jemanden ansprechen sollte, dass sie das nicht wollte, aber er gedroht hätte, ihr und den Kindern was anzutun, weshalb es für sie keine andere Lösung gab, als damit zu machen. So, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was sie sich eigentlich gedacht hat, als sie Yang Shili ins Haus lockte. Denn sie wusste ja, dass das nicht ohne Gewalt abgehen wird. Sebastian F. habe hinter der Tür gestanden und Yang Shili sofort überwältigt. Es sei sehr schwer gewesen, die sich wehrende Studentin in eine leerstehende Wohnung im ersten Stock zu bringen. Und er hätte sie dann vergewaltigt, mehrfach. Hätte immer wieder gesagt, dass sie mitmachen müsse, weil sonst sei es kein Dreier und sie solle jetzt endlich mitmachen. Und irgendwann hätte er Anweisungen gegeben, was Xenia genau machen soll und dass sie das dann halt auch getan hätte. Und das ist etwas natürlich, was Xenia in gewisser Weise guttun kann. Sie ist jetzt nicht mehr das Opfer. Sie ist diejenige, die Sebastian ein neues Opfer gebracht hat. Sie hat ihm gezeigt, wozu sie fähig ist. Zwischendrin sei sie mehrmals nach oben gegangen in die Wohnung, weil die Kinder geschrien hätten. Xenia Yi trägt vor, sie habe Yang Zhili zuletzt lebend und nicht stark verletzt gesehen. Nach einer Weile habe Sebastian F. sie in die Wohnung im ersten Stock gerufen. Yang Zhili sei weg gewesen und er habe sie gefragt, ob sie noch etwas sehen würde. Dann hat sie gesagt, was sollte ich denn noch sehen? Und dann hat er gesagt, na ja, Blut. Ich habe das hier alles weggemacht. Und sie hat dann gefragt, warum? Blut. Sebastian F. habe die Frage nicht beantwortet und stattdessen eine Mülltonne aus dem Keller in das Erdgeschoss geholt. Da drin sei die Chinesin, habe Sebastian F. gesagt. Er habe sie umgebracht. Und warum hast du das gemacht, hätte sie ihn gefragt. Und da hätte er nur gesagt, weil ich es kann. Nach Mitternacht hätten sie Yang Zhili über den Hinterhof in das nicht bewohnte Hinterhaus gebracht. Durch das Hinterhoffenster und über das Baugerüst, das zum Tatzeitpunkt dort stand, habe ihr Freund Yang Zhili dann unter die Konifere gehievt und sie dort versteckt. Ich habe so den Eindruck, dass die beiden überfordert waren mit dem, was sie getan haben, dass sie sich letztendlich gar nicht überlegt haben, was es bedeutet, einen Menschen auf diese Weise zu missbrauchen, zu malträtieren und dann zu töten. Das ist ja etwas, was die noch nie gemacht haben. Das ist so ein trauriger Höhepunkt in ihrer Biografie. Und das war der Punkt, bis dahin hat sie erzählt. Dann ist sie in einem Weinkrampf, hat sie sich verloren. An dieser Stelle bricht Xenia Yi ihr Geständnis ab. Auf Nachfragen antwortet sie nicht. Sie schweigt bis zum Prozessende. Und das ist natürlich immer schlecht. Also wenn man dann wirklich sagt, ich lege jetzt ein Geständnis ab und sage, wie es ist, warum erzählt man dann nicht alles? Weil das ist ja dann das, was auch honoriert wird, finde ich, eine Öffnung. Und dann wird es ja auch glaubhaft, aber den Eindruck hatte ich nicht. Insoweit war das schon taktisch. Wir schreiben dir diesen Brief schon seit langer Zeit und müssen immer und immer wieder aufhören, weil das Papier durch unsere Tränen völlig durchnässt wird. Wir können nicht mehr klar denken, wissen oft nicht, wie wir unsere Trauer in Worte fassen sollen. In einem Teil ging es darum, wie die Eltern Yang Zhi vor ihrer Abreise an den Bahnhof begleitet haben. Den fand ich besonders traurig, weil meine Eltern mich damals auch so verabschiedet hatten. In Dessau ist der Mord auch 12 Monate nach der Tat nicht vergessen. Rituell gedenken Buddhisten ein Jahr nach dem Ableben eines Menschen und geleiten ihn. Für Yang Zhili wird Obst bereitgestellt
und die Eltern wenden sich an ihre Tochter. Dann wurden der Brief und das Geld verbrannt, weil das dann den Weg zu Zhang Zhili finden würde. Und das Geld stand, dass sie im Himmel, dort wo sie jetzt ist, Reichtum erlebt. Das Obst stand dafür, dass sie nie Hunger leiden muss. Und der Brief, dass diese Worte Zhang Zhili erreichen sollten. Die Eltern beenden ihren Brief mit einem Appell an die deutsche Justiz. Nun muss das Gericht den Fokus auf die Mörder verschärfen und schnellstmöglich die härteste Strafe nach dem Gesetz fällen. Und bitte, bitte lassen Sie unserer Tochter ein Stück weit Gerechtigkeit widerfahren. Neun Monate nach Prozessbeginn und 36 Verhandlungstagen soll das Urteil ergehen. Im Gericht herrscht großer Andrang. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe. Sebastian F. und Xenia I., beide zur Tatzeit 20 Jahre alt und selbst Eltern von zwei Kindern, sollen die 25-jährige Chinesin Yang Zhili am 11. Mai 2016 in eine Wohnung gelockt, vergewaltigt und getötet haben. Es gibt keine Zeit, die Wunden heilt, wenn ihre Tochter vergewaltigt und ermordet wird. Das Urteil für Sebastian F. ergeht nach Erwachsenenstrafrecht. In der Begründung folgt das Gericht den Gutachtern. Seine soziale Entwicklung sei abgeschlossen. Grundlegende Wesensveränderungen nicht zu erwarten. Das Gericht hat heute im Ergebnis der Hauptverhandlung gegen den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, und zwar wegen Vergewaltigung im besonders schweren Fall und darüber hinaus in Tatmehrheit wegen Mordes in Verdeckungsabsicht. Die Kammer hat darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet faktisch für den Angeklagten, dass im Falle der Rechtskraft des Urteils eine Entlassung nach 15 Jahren Verbüßung nicht möglich sein wird. Es ist das höchstmögliche Strafmaß. Xenia I. wird wegen sexueller Nötigung zu 5,5 Jahren verurteilt. Vom Mord an Yang Zhili wird sie freigesprochen. Jetzt Gerechtigkeit zu bekommen, ist in so einem Fall sowieso nicht möglich. Weil was ist gerecht? Wir sind am Rande der Hölle entlang gegangen. Das kann man noch aushalten. Aber die Eltern sind durch die Hölle gegangen. Das hält man schwerlich aus. Das Urteil vom 4. August 2017 ist noch nicht rechtskräftig. Bis auf die Verteidigerin von Xenia I. haben alle Parteien Revision eingelegt. Sven Peitzner will für ein höheres Strafmaß für die Angeklagte kämpfen. Xenia I. und Sebastian F. verbüßen ihre Haft im Gefängnis. Sie tragen keine Verlobungsringe mehr. Ramona S., die Mutter des Täters, und ihr Mann Jörg S. haben gegen die Suspendierung erfolgreich geklagt. Jörg S. ist wieder zurück im Polizeidienst. Ein Interview wollten sie uns nicht geben. Aufgrund des laufenden Revisionsverfahrens wollten weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft in Dessau ein Interview mit uns führen, das über die bereits veröffentlichten Presseinformationen hinausgeht. Kurz vor ihrem Abflug aus China 2015 singt Yang Zhili ihren Eltern ein Abschiedslied. Die Aufnahme ist eine der wenigen Erinnerungen an ihre Tochter, die den Eltern noch bleibt.